Wir sind immer noch bei 23,2. Ist schon ein ziemlich langes Kapitel geworden, glaube ich. Ja, da haben wir das mit diesen Bilinearformen klein a, klein b oder Operatoren groß a, groß b, unsere Stokes-Gleichung umgeschrieben. Jetzt kommt hier noch ein kleiner Nachtrag. Das Stokes-Paradoxon, also wir sind nach wie vor in 23,2 und da machen wir jetzt c, das Stokes-Paradoxon. Das ist jetzt einfach, das wird jetzt nicht lange dauern, vielleicht 10 Minuten oder so, schätze ich mal. Wird nicht lange dauern, aber Sie sollen es mal gesehen haben. Das ist also eine nette Kleinigkeit. Es geht um die Umströmung einer Kugel. Ja, also hier ist eine Kugel, B1 sagen wir mal, und da geht jetzt eine Strömung drumherum. So, da sollten Sie jetzt bitte an zwei Sachen denken. Hoffentlich denken Sie an zwei Sachen. Das eine ist, wir hatten das mit Potentialströmungen schon gemacht. Ja, da hatten wir dieses Außenraumproblem für Kugeln und das konnte zweidimensional oder dreidimensional sein, also eigentlich sogar n-dimensional. Also wir wollen immer, dass im Unendlichen ein v unendlich, eine Geschwindigkeit im Unendlichen angenommen wird. Das geben wir vor. Ungleich 0. Das haben wir also gelöst für Potentialströmungen. Ich erinnere nochmal dran, Potentialströmungen, das sind ideale Strömungen, also eigentlich eher wie Euler-Gleichung. Da schreiben Sie nicht die Tangentialgeschwindigkeit am Rand vor. Nur die normalen Geschwindigkeit, die ist nämlich 0. Und Sie könnten auch schon denken, Stokes in 3D, das haben Sie nämlich als Übungsaufgabe schon gehabt. Also es gibt eine explizite Lösung der Stokes-Gleichung in drei Dimensionen, wo eben so eine Kugel umströmt wird. Und das Stokes-Paradoxon bezieht sich darauf, dass es bei der 2D-Kugelumströmung keine Lösung gibt. Ich will jetzt nicht wirklich beweisen, dass es keine Lösung gibt. Ich möchte Ihnen aber ein bisschen die Rechnung vorführen, die man da machen kann. Das ist schon nah dran an einem Beweis. Aber weil ich an einer Stelle einen Ansatz mache, ist es nicht wirklich ein Beweis. Also, machen wir das mal. Zur Erinnerung. Also, Stokes natürlich. Unser Kapitel ist die Stokes-Gleichung. Okay, also wir haben minus Laplace V plus Gradient P gleich 0, Divergenz V gleich 0. Genau, da steht eigentlich ein DTV davor, fürs Vorzeichen jetzt. DTV steht davor. Dann steht rechts minus Gradient P, das ist die treibende Kraft, minus Gradient P. Also ist das Vorzeichen so richtig. Und das wollen wir jetzt lösen im R2, also die Dimension ist jetzt wichtig, ohne Einheitskugel. So, offenes Gebiet wollen wir hier haben, also nämlich die abgeschlossene Kugel. Und dann wollen wir V auf dem Rand der Kugel gleich 0. Ja, ich könnte auch schreiben identisch 0, die Funktion ist gleich 0. Und V im Unendlichen, also wenn x-Betrag nach unendlich geht, dann soll in irgendeinem Sinne V von x gegen V unendlich gehen. Und V von unendlich ist irgendein Vektor im R2 ungleich 0, also ohne Einschränkung, sagen wir mal, V unendlich gleich E1. Also ein Einheitsvektor im Unendlichen. Zweidimensionales Bild, Einheitskugel hier, Umströmung und im Unendlichen ist die Strömung E1. Das wollen wir jetzt lösen. So, das ist jetzt erstaunlich einfach sogar. Also, jetzt beinahe gesagt, erstaunlich einfach zu lösen. Es ist erstaunlich einfach zu sehen, wie eine Lösung aussehen müsste, wenn es denn eine gibt. Aber wir sehen dann, es gibt keine. Also, ganz nette Sache. Und dazu benutzen wir im Zweidimensionalen eben den orthogonalen Gradienten. Ich hoffe, Sie erinnern sich alle dran. Ja, also es ist minus d2 d1. Und wir haben auch die orthogonale Divergenz von einem Geschwindigkeitsfeld zum Beispiel. Ist dann minus del 2, also derselbe Operator, v1 plus del 1 v2. Also auch Rotation genannt. Ne? Das hat man als Curl, Vorticity. Okay. Jetzt rechnen wir also los. Ja, also sei
MVP eine Lösung. Und zwar von dem Problem, was da rechts unten steht. Dann nehmen wir jetzt erstmal diese Gleichung. Divergenz V gleich 0, dann ist, ja, das sind immer diese Integrabilitätsbedingungen, wenn die Divergenz gleich 0 ist, dann ist also Del 1 V1 plus Del 2 V2 ist 0, dann ist V ein gedrehter Gradient. Ja, ich mache jetzt mal nur die einfache Richtung, also die umgekehrte Richtung ist ja die triviale Richtung. Was ist die Divergenz von einem gedrehten Gradienten? Ja, da steht im ersten Eintrag minus Del 1, Del 2 und im zweiten Del 2, Del 1 hebt sich weg. Und warum findet man zu einem V ein Potential? Da muss man Wege aufintegrieren, das heißt auch Poincaré-Lemma. Ja, machen wir jetzt hier nicht, aber das schauen Sie vielleicht mal nach, wenn Sie sich da unsicher fühlen. Zunächst mal ist das Potential immer lokal. Also Sie finden halt erstmal ein lokales Potential. Also wenn Sie irgendein Teilgebiet rausnehmen, dann finden Sie dort ein Psi dafür. Aber das heißt ja nicht, dass Sie, das können Sie jetzt auch immer fortsetzen, hier im nächsten Patch können Sie auch ein Potential finden. Aber es heißt nicht unbedingt, dass Sie ein Potential finden auf dem ganzen Weg um das Hindernis herum. Weil das Gebiet ist nicht einfach zusammenhängt, also das Integral entlang so einem Weg von etwas könnte halt nicht 0 sein und dann geht's nicht. Aber hier sogar auch global ist meine Behauptung. Warum? Ja, berechnen wir mal, also warum könnte das schief gehen? Das geht dann schief, wenn ein Wegintegral, also über irgendeinen Weg, ich nehme jetzt mal einen speziellen, der Rand der BR-Kugel um die Null, ja, also als Weg nehme ich jetzt nur Kreislinien, aber es ist dann letztlich wegunabhängig. Wenn das ein gedrehter Gradient ist, dann schreibe ich jetzt mal, ich mache es mal so, wie man es leichter sich vorstellen kann. Also, das Gradient Psi mal Tau muss immer 0 sein. Schreib es erstmal so hin, ja? Für einen beliebigen Weg. Also, wenn ich Gradient Psi mal Tau integriere, dann kriege ich Psi hier, dann immer den Zuwachs von Psi, immer den Zuwachs von Psi, bis ich dann bei Psi hier bin. Das hier beschreibt den Zuwachs von Psi entlang des Weges. Dieser Zuwachs soll aber bitte 0 sein, dass ich, wenn ich einmal rumgelaufen bin, wieder denselben Wert von Psi sehe. Also das ist die Forderung. Jetzt weiß ich aber nur was über den orthogonalen Gradienten von Psi und deswegen schreibe ich das jetzt mit dem orthogonalen Gradienten, der dann auch V heißt. Und dann muss ich halt das gedrehte Tau nehmen. Das ist jetzt eventuell mit dem Vorzeichen zu versehen. Wenn ich beide linksrum drehe, dann kriege ich im Skalarprodukt dasselbe. Okay. Aber das, ja, und jetzt, das rechne ich jetzt nicht vor, durch die Divergenzfreiheit von V ist jetzt das unabhängig vom Weg, aber für R gleich 0, R gleich 1, wenn ich jetzt den Rand der Einheitskugel entlang gehe, da ist es ja immer V mal N. Und V mal normalen Vektor ist ja 0 auf dem Rand der Einheitskugel, Rand B1. Dann ist es 0. Also ich war jetzt hier ein bisschen sloppy. Ja, wir müssen eigentlich für alle Wege überprüfen, dass das 0 ist, damit es ein globales Potential gibt. Aber es reicht ein Weg, dann ist es für alle anderen Wege auch 0. Dann nehmen wir einen speziellen Weg, nämlich den mit Radius 1. Dort ist aber durch die Randbedingung dieses Integral 0. Also ist es Psi sogar ein globales Potential für V. Gut. Also, tatsächlich globales Potential. Jetzt sammeln wir die Gleichungen für Psi. Also eine steht da sozusagen. V ist der orthogonale Gradient von Psi. Ja, und jetzt schreibe ich die Stokes-Gleichung hin. Die steht ja hier.
minus Laplace von, und das V ist orthogonaler Gradient von Psi. Dann geht es weiter plus Gradient P gleich 0. Und auf diese Gleichung wende ich jetzt die orthogonale Divergenz an. Ja, also ich nehme, das ist ja eine Vektorgleichung, minus Del 2 von der ersten Gleichung plus Del 1 von der zweiten Gleichung. Orthogonale Divergenz, wie sie hier steht. Und dann entsteht hier orthogonale Divergenz des orthogonalen Gradienten, ist dann dasselbe wie Laplace. Dann steht hier minus Laplace von Laplace oder Laplace Quadrat, Psi. Und hier steht die orthogonale Divergenz von einem Gradienten. Ja, das ist jetzt wieder Lemma von Schwarz, minus D2D1 plus D1D2 ist 0. Das heißt, das P fällt hier einfach weg. Eine coole Gleichung für Psi. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob es vielleicht sich das Vorzeichen umdreht, aber wir sehen ja, es ist ja dann egal. Ich glaube fast, dass sich das Vorzeichen umdreht, aber wie gesagt, ist egal. Die biharmonische Gleichung, also Laplace Quadrat von Psi ist 0. Biharmonische Gleichung heißt die. Auch eine ganz interessante Gleichung. Kann man auch mit Lex Milgram lösen und so. Aber ist jetzt gar nicht unser Thema hier. Wir machen jetzt einen Separationsansatz für Psi. Separationsansatz. Und da sage ich, dass Psi, das schreibe ich jetzt in Polarkoordinaten von R und Phi, irgendeine Funktion, die heißt dann, glaube ich, f, schaue ich gleich nach, Sinus Phi. Ja, ich glaube, das ist mein Ansatz, aber das schaue ich jetzt nach. F von R, Sinus Phi. Genau. Also, warum dieser Ansatz? Okay, die Hauptbegründung lautet, also eine Begründung, die Funktion r Sinus Phi, also wenn im Unendlichen das f ausschauen sollte wie r, ja, also wie ihr Argument eben, r Sinus Phi, das hat ja auch einen einfachen anderen Namen, das ist ja einfach x2. Ja, also wenn Psi das hier sein sollte, einfach r mal Sinus Phi, dann wäre das einfach x2. Und dann wäre das V, was ja der orthogonale Gradient von Psi ist, wäre dann, der Gradient davon ist E2. Und wenn ich den jetzt drehe, ist es minus E1. Okay, jetzt also bitte bis aufs Vorzeichen, legen Sie mich nicht fest. Aber, ja, genau. Also damit können wir jedenfalls, ja, das hat sogar einen konstanten Gradienten, das heißt repräsentiert ein konstantes Geschwindigkeitsfeld. Also da könnten wir das mit beschreiben. Also das ist eine Begründung, warum ich diesen Separationsansatz so mache mit dem Sinus Phi. Aber jetzt könnten Sie natürlich sagen, Moment, das ist ja nicht eine allgemeine Funktion. Eine allgemeine Funktion Psi sieht ja nicht so aus. Dann könnt ihr aber sagen, okay, zumindest so ähnlich. Ich kann nämlich Psi darstellen als eine Fourier-Reihe, also ich habe irgendeine Funktion Psi von R und Phi. In Phi, in dieser Koordinate, mache ich jetzt eine Fourier-Reihe. Dann ist es eine Summe irgendwelcher Vorfaktoren, die heißen FKR. Und dann kommt Sinus K Phi. Cosinus K Phi ist dann dasselbe, ist ja nur gedreht. Also haben wir FKR Sinus K mal Phi. Aber all diese anderen Ansätze, sozusagen, ja, die separieren, deren Gleichungen interagieren nicht mit der Gleichung, die wir jetzt für diesen Ansatz bekommen. Und deswegen reicht es, wenn wir uns diesen Ansatz anschauen. Ja, da bin ich jetzt also ein bisschen sloppy und sage einfach nur, es reicht, wenn wir uns diesen Ansatz anschauen. Das ist sozusagen die vielversprechende Funktion, weil die im Unendlichen eine konstante Geschwindigkeit erzeugt. Okay, dann beende ich die Rechnung hier. Dann hätte es wirklich in ein Video gepasst. Also wie gesagt, ja, bitte nochmal merken, Potentialstrom ist nicht das Problem, das hatten wir schon. Stokes in 3D auch kein Problem. Da geht das. So, was wir jetzt tun müssen, ist nämlich nur noch, wir müssen jetzt
den Laplace-Operator in Polarkoordinaten uns anschauen. Also jetzt mal ganz, jetzt schreibe ich auch wieder so, also physikermäßig einfach gar nicht mit Transformationsformel oder so. Der Laplace-Operator ist E1 durch R Quadrat d Phi Quadrat plus dr R d R mit einem 1 durch R davor. Ich hoffe, dass das jetzt stimmt. Ich denke, das ist der Laplace-Operator in Kugelkoordinaten. Schau mal, hier habe ich es ausdifferenziert hingeschrieben, aber das steht genau dasselbe, wenn ich das richtig sehe. Naja, Moment, das ist, glaube ich, ein 1 durch. Jetzt bin ich verwirrt. Schade, jetzt soll es ja in einem Video sein, da wollte ich jetzt nicht schneiden. 1 durch, so. Ich habe hier stehen. Ah, okay, nee, alles in Ordnung. Ich glaube, das ist richtig. Probieren wir mal weiter. Also, Laplace von Psi können wir jetzt also ausrechnen. Dieses Psi da oben. Die Besonderheit von dem Psi ist, dass es einfach nur Sinus Phi in Phi ist. Das heißt, Sinus Phi zweimal differenziert gibt minus Sinus Phi. Und ansonsten bleibt es aber bestehen. Also da bleibt einfach 1 durch R Quadrat mit einem Minuszeichen. Und hinterher reproduziert sich alles. Und hier gibt es dann ein 1 durch R. Jetzt lasse ich das dr mal auf das dr wirken. Dann ist nur noch dieses dr übrig. Und dann gibt es noch den, jetzt lasse ich das dr auf dieses dr wirken. Dann gibt es ein dr Quadrat. Und das wirkt auf f von R Sinus Phi. So, jetzt kann ich nochmal schauen, ob ich den Laplace-Operator mich richtig erinnert habe. dr Quadrat plus 1 durch R dr minus 1 durch R Quadrat. Genau. Genau. Und jetzt können wir noch Laplace Quadrat von Psi ausrechnen. Und ich schreibe gleich 0 ist es dann, wenn, also da kann ich jetzt das Sinus Phi weglassen, gleich 0 ist es dann, wenn dieser Operator quadriert, ich nehme mal die hohen Ableitungen nach vorne, dieser Operator quadriert, der aufs f wirkt, der soll 0 sein für alle r. Ja, das ist jetzt die Bi-Laplace-Gleichung bei diesem Ansatz in Polarkoordinaten. Okay, und jetzt gebe ich Ihnen die Lösungen dieser Gleichung an. Das ist jetzt eine gewöhnliche Differentialgleichung vierter Ordnung. Ja, wenn Sie das jetzt den Operator quadrieren, besser ist es, Sie sagen wirklich, die schreiben den zweimal hintereinander hin, da muss ja alles auf alles wirken. Und dann gibt es also, der führende Term ist dr hoch 4. Und dann gibt es dr hoch 3 Terme und dr Quadratterme und so weiter. Also eine gewöhnliche Differentialgleichung vierter Ordnung. Eine gewöhnliche Differentialgleichung vierter Ordnung, also erster Ordnung, da haben Sie einen Freiheitsgrad, nämlich die Startbedingung. Zweiter Ordnung haben Sie dann zwei Startbedingungen, nämlich Wert und Ableitung. Also bei vierter Ordnung haben wir 4 Freiheitsgrade. Und deswegen, wenn ich Ihnen jetzt die allgemeine Lösung hinschreibe, dann können Sie zufrieden sein, dann wissen Sie, Sie kennen alles. Also, die allgemeine Lösung ist ein Vorfaktor a mal r hoch 3. A, b und c und d sind die Konstanten. B, r log r. Ich schreibe jetzt erstmal so nach Gefühl und dann schaue ich nach. CR plus D mal 1 durch R. Ja, also es sind jetzt 4 Freiheitsgrade für die Gleichung. Das ist genau, was wir brauchen für eine gewöhnliche Differentialgleichung vierter Ordnung. Machen wir vielleicht mal einen Test, warum da 0 rauskommt. Der einfache Test ist der hier, wenn wir F gleich R setzen. Das haben wir ja vorher schon gemacht. Wenn wir F gleich R setzen, dann ist der Gradient davon gleich 0. Und deswegen ist dann
Laplace vom Gradienten gleich 0, dann ist die Divergenz davon auch noch gleich 0. Ja, also das haben wir quasi schon gemacht. Und die anderen, naja, durch Einsetzen können Sie es verifizieren, dass das alles Lösungen sind. Und jetzt schauen wir aber, was unsere Randbedingungen uns vorgeben. Also die Randbedingung in R gleich 1, also am Rand der Kugel, da wollen wir, dass das F, also dann das Psi, wir wollen, dass es, wir hatten ja schon, dass die Tangentialableitung von dem Psi gleich 0 sein muss, weil die Tangentialableitung von Psi ist die normalen Komponente der Geschwindigkeit. Also ist Psi auf dem Rand der Kugel konstant. Psi ist konstant und auch, weil die R-Ableitung von Psi, die Radialableitung von Psi, Normalableitung, ist die Tangentialkomponente der Geschwindigkeit, die ist ja auch 0. Also dr Psi ist auch noch 0. Und das führt dann auf zwei Bedingungen. Da schaue ich jetzt lieber mal nach. C plus D gleich 0. So, da sehe ich jetzt im Moment nicht, aber das liegt daran, dass ich es in der falschen Reihenfolge gemacht habe. Ich hätte doch erst die Randbedingung für R gegen unendlich machen sollen. Wir wollen ja, dass für R gegen unendlich das F nur linear wächst. Wenn es schneller als linear wächst, dann geht der Gradient nicht gegen eine Grenzgeschwindigkeit. Ja? Also die Tatsache, dass es im Unendlichen gegen eine Grenzgeschwindigkeit gehen soll, heißt, wir können nur C und D gebrauchen. Also im Unendlichen soll es eine Grenzgeschwindigkeit geben, dann müssen A und B 0 sein. So, okay. Und wenn wir das festgestellt haben, so, jetzt bin ich wieder auf der Spur, dann ist F nur noch von der Form CR plus D mal 1 durch R. Und da ist jetzt die Radialableitung, einfach nur R ableiten, ist C minus, beim Differenzieren minus, aber dann setze ich 1 ein, C minus D gleich 0. Das ist das hier. Also eigentlich nur das hier. C plus D gleich 0. Also habe ich C gleich minus D. Ich habe also in unserem Fall, schreibe ich vielleicht nochmal hier hin, in unserem Fall ist einfach nur C mal R minus 1 durch R. Nur das bleibt noch übrig als F. Gut. Und was ist jetzt? Na, jetzt sehe ich im Moment noch nicht den Widerspruch. Das Psi ist auch konstant entlang der Kreislinie. Also zu was ist es jetzt ein Widerspruch? Ich habe die eine Randbedingung ist C plus D gleich 0, die andere ist C minus D gleich 0. Also die Radialableitung ist sowas wie C minus D. Und dann nehmen wir die, jetzt nehmen wir die Tangentialableitung. Die soll ja 0 sein. Die Tangentialableitung davon ist aber 0. Ja, die Ableitung nach Phi ist dann einfach nur Cosinus. Und dann muss C plus D gleich 0 sein. Also die zweite, die eine Ableitung, das habe ich auch falsch geschrieben, 1 durch R differenziert gibt Minus. Also die eine ist C plus D gleich 0, die andere ist C minus D gleich 0. Und wenn C plus D gleich 0 ist und C minus D gleich 0 ist, dann ist also C und D auch noch gleich 0. Ja, Sie addieren die zwei Gleichungen, haben Sie C gleich 0, subtrahieren die Gleichung, haben Sie D gleich 0. Und damit lautet unsere Lösung, die wir gefunden haben, F gleich 0. Und das heißt, wir haben keinen Freiheitsgrad, der es uns erlaubt, im Unendlichen unsere Geschwindigkeit zu erreichen. Ja, wenn wir jetzt also C ungleich 0 noch hätten hinkriegen können, dann hätten wir irgendeine Geschwindigkeit im Unendlichen erreicht. So im Wesentlichen die Geschwindigkeit C. Kriegen wir aber nicht.
unsere Randbedingungen, es sind sozusagen zu viele Randbedingungen am Rand der Kugel, sodass es nicht klappt. Der eigentliche Grund, eigentlich, das ist jetzt ein bisschen sozusagen mathephilosophisch, der eigentliche Grund, würde ich sagen, ist nicht, dass wir zu viele Randbedingungen am Rand der Kugel haben, denn schließlich geht es ja im Dreidimensionalen. Der eigentliche Grund ist, dass diese Lösung sozusagen auch schon zu schnell wächst. Wenn wir hier noch eine Lösung gehabt hätten, und so ist es im Dreidimensionalen, wenn hier noch eine Lösung gewesen wäre, die nicht so schnell wächst, also nicht schneller als r, dann hätten wir die ja noch mit im Spiel gehabt. Und dann hätten wir mit der noch spielen können und dann hätten wir die Lösung gefunden. Okay, also das ist das Stokes-Paradoxon. Im zweidimensionalen Fall können Sie die Umströmung einer Kugel nicht berechnen. Und das Bild für Sie sollte sein, weil, also letztlich liegt es natürlich an der Fundamentallösung der Laplace-Gleichung. Ja, die Fundamentallösung der Laplace-Gleichung ist immer sowas. Aber in höheren Dimensionen geht es immer gegen Null. Aber in 2D ist die Fundamentallösung der Laplace-Gleichung, geht zwar in der Mitte genauso los, ist so eine Singularität, aber geht dann halt gegen minus unendlich da hinten. Ja? Und das ist sozusagen, und zwar logarithmisch, das ist genau der Term, den Sie hier sehen. Also die Fundamentallösung, die fällt nicht auf Null ab, die stabilisiert sich nicht, sondern die geht auf nach minus unendlich. Und das macht dann, dass wir im Zweidimensionalen die Stokes-Gleichung Umströmung, also im Außenraumproblem, nicht lösen können. Unsere Sätze waren alle auf beschränkten Gebieten, dort gibt es kein Problem.